Hi zusammen, heute mal wieder ein Reaction-Video und zwar auf den Marcel von Marcels EDC-Blog. Der hat heute ein Video rausgehauen, Everyday Carry 2024, warum ist das so wichtig, Prepper Talk, Notfall, Loadout. Und ich habe mir das Video bisher auch noch gar nicht angeschaut, wie gesagt, das ist erst vor ein paar Stunden online gegangen. Ja, und habe mir gedacht, da mache ich mal eine Reaction drauf. Wieso nicht, ne? Die Sache ist aber, dass sein Video schon eine Dreiviertelstunde geht, werde ich mein Reaction-Video diesmal splitten in zwei Teile. Ja, weil ich denke mal, so 1,5 bis 2 Stunden Reaction-Video wird sich kein Mensch komplett anschauen, ne? Da mache ich dann lieber zwei kürzere Teile, ne? Denke ich mal, ist so ja, die bessere Wahl. Ne? Gut, jetzt kommt das Intro und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. So, ich bin gespannt, was er da so hat. Auf jeden Fall schon mal einen kompletten Rucksack. Ja, ob das noch Everyday Carry ist und nicht schon ja eher ein Backout-Bag, aber schauen wir jetzt erstmal rein. Ne? Let's go. Herzlich willkommen bei Marcel's EDC-Blog. So, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video nennen werde und warum und wieso und weshalb. Ich kann aber sagen, ich kam auf die Idee, ich habe ein Video gesehen von Bugout Survival NRS oder NSR und der hatte sein EDC-Update vorgestellt in seiner Bauchtasche und ja, irgendwie fühle ich mich verpflichtet mal generell über EDC und weitere Ausrüstung mal zu sprechen, was meiner Meinung nach sinnvoll ist. Also quasi der Guide für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen oder wollen. So, ja, darum soll es gehen. Ich werde aufzeigen, was sinnvoll ist, EDC-technisch. Also wirklich Everyday Carry und wie ich weitere Szenarien vorbereite, aufeinander aufbauend auf dem, was ich natürlich am Mann trage. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Ja, ich weiß. Ja, genau. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Marcel hat ein Video gesehen von einem anderen YouTuber, der eine Bauchtasche vorgestellt hat mit seinem EDC. Quasi so ähnlich wie ich das Video ja vor ungefähr einem Monat gemacht hatte. Bei mir ist es ja ein Slingbag mit einem etwas erweiterten EDC. Ja, so ein Mini-Backout-Bag. So, und der gute Marcel hat sich dann gedacht, er ist verpflichtet, auch so ein Video zu machen und zu zeigen, was er so dabei hat, und hat dann einfach mal da so ein, ja, was ist das, 30 Liter Rucksack auf dem Tisch liegen und da rechts auch noch jede Menge Krempel. Das ist für mich auf jeden Fall kein EDC mehr, Marcel. Das hat nichts mehr in dem Sinne mit EDC zu tun. Da bist du auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter. Ich weiß gar nicht, wie und wo ich anfangen soll, tatsächlich. Es sind immer diese Geschichten. Also, ein Everyday Carry sollte sich niemals in einer Tasche befinden. Ein Everyday Carry ist genau das, was es ist. Ein Ich habe es am Mann oder an der Frau, je nachdem. Und es bringt mir nichts, wenn ich ein Everyday Carry dabei habe in der. EDC sollte nicht in der Tasche sein, sondern nur am Mann oder, wie in Marcells Fall, in Rucksäcken und anderen Taschen. Ne? Nicht böse sein, liebe Frauen, in der Handtasche, in einem Rucksack oder in der Bauchtasche oder wenn ich mir alles vollstopfe, was ich gerade nicht anhabe. Ja? Das bringt mir nichts. Ich muss ein Everyday Carry, muss am Mann sein. Warum ist das so? Weil es das ist, was du täglich bei dir hast. Everyday Carry. Ich trage das jeden Tag. Und ja, das heißt, manchmal muss ich Umwege gehen. Okay, aber man kann ja auch
einen Rucksack jeden Tag tragen oder eine Bauchtasche oder eine Umhängetasche oder ein Slingbag kann man ja auch jeden Tag tragen. Und es gibt ja auch Menschen, die das tun, ja? Weil es gibt ja auch Menschen, die haben dann auch einen kleinen Rucksack oder ein Slingbag oder eine Umhängetasche und so, wo die EDC drin haben. Es ist ja jetzt nicht zwingend deswegen vorausgesetzt, dass man das in seinen Hosentaschen hat. Ja, oder Jackentaschen, also ne, wirklich die Klamottentaschen halt, ne, sehe ich jetzt ein bisschen anders. Aber gut, schauen wir erstmal weiter. Das heißt, ich brauche vielleicht ein bisschen länger, um mich anzuziehen. Ich muss gucken, wie kann ich was irgendwo transportieren und so weiter. Also ihr seht mich jetzt hier in meiner ganz normalen Alltagskleidung. Ja, Hemd, Weste muss ich nicht immer anhaben. Manchmal ist es auch eine Jacke, manchmal ist es auch gar nichts. Ja, oder die gar nichts ist auch schon geil. Was ich in der Regel trage, sind lange Jeans und Schuhe sowie Socken und Unterwäsche. Die habe ich immer an. Außer, naja, egal, lassen wir das. So. Warum macht es jetzt keinen Sinn, zum Beispiel so ein Everyday Carry in so einem Rucksack zu haben? Ganz einfach. Was bringt mir das, wenn der Rucksack nicht da ist, wo ich gerade bin? Ich habe keine Möglichkeit, auf diesen Rucksack zu. Und dann sollte man halt einfach gucken, dass der Rucksack immer da ist, wo man selber auch ist. Zuzugreifen und ich trage ihn dementsprechend auch nicht jeden Tag. Das heißt, kein Everyday Carry. Das ist kein Everyday Carry, sondern das hier. Aber jetzt mal Spaß beiseite, Freunde, ne? Ich habe auch keine Lust, jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, mal um die Ecke zum Supermarkt oder auch mal zu einem Kumpel drei Dörfer weiterfahre oder so unterwegs bin, ja, in der Stadt oder was weiß ich, habe ich auch keine Lust, wirklich jedes Mal einen Rucksack, ein Slingbag oder eine Umhängetasche oder sonst was mitzuschleppen, ne? Also da bin ich schon bei Marcel und da habe ich dann auch wirklich die ganzen Sachen bei mir, echt eine Hosentasche, Jackentasche und so, ne? Weil man hat es an sich, ne? Man muss nicht extra noch was auf dem Rücken tragen oder sonst irgendwas. Klar, man kann es da nicht vergleichen, weil in so einem Rucksack oder in so einer Tasche geht ja noch einiges mehr rein als in die Hosentaschen oder Jackentaschen, obwohl man da ja auch schon einiges reinbekommen würde, wenn man will. Ne? Aber dann so mit komplett vollgestopften Taschen, ich mag das überhaupt nicht. Ja? Deswegen nehme ich dann entweder echt nur das ja, Grund-EDC mit, sprich ja, Messerchen, Taschenlampe, Feuerzeug. Wenn man möchte, kann man ja noch sein Smartphone, Schlüssel und so dazu zählen. Ne? Aber ja, ich verstehe schon, wo das Ganze jetzt hingeht in seinem Video. Ich habe da jetzt mittlerweile schon den Faden gefunden, so. Alles, was ich so am Mann habe. Nein, keine Sorge, das wird hier jetzt nicht wieder ein Conceal Carry Video und ich hole 6000 Messer irgendwo raus. Das diesmal nicht. Ja. Also, Faktum ist, was wichtig ist, ist, ihr müsst relativ normal aussehen. Ihr könnt natürlich mal so Statements setzen. Ne? Auch ich habe hier ein Tasmanian Tiger Patch oder hier so ein Knives 4. Könnt ihr mal machen. Ist auch nice. Alles gut. Aber wenn hart auf hart kommt, habe ich gar nichts. Dann sehe ich aus wie jeder Otto-Normal-Mensch auch. Und das ist etwas, worauf es wirklich ankommt. Ich muss mich nicht herausstechen. Ich muss dafür sorgen, dass ich in der Masse untergehe. Je nachdem, was für eine Situation du bist, da musst du dich sehr wohl rausstechen. So eine Zombie-Apokalypse oder so. Ja, ihr merkt's, ich habe gute Laune, ich bin heute gut drauf, ne? Ja, ein bisschen Spaß muss ja zwischendurch auch mal sein, ne? Marcel weiß ja auch, wie es gemeint ist. Ne? Im Grundprinzip sehe ich es auch genauso wie er. Ne? Deswegen. Das ist Faktum 1. Wenn ich jetzt also total die tolle taktische Bauchtasche gerade um habe, wird das schwer. Das kann nicht funktionieren. Ja? Also, Rayman-Prinzip. Ich muss die Möglichkeit haben, meine Kleidung relativ normal aussehen zu lassen. Wenn ihr jetzt eine geile taktische Jacke habt von, weiß ich nicht, Pentagon, 5-11, Carinthia, irgendwas, ja? Alles in Ordnung.
Es ist eine Jacke. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Auch das hier ist vielleicht keine normale Weste, aber ohne... Aber ich finde, da gibt es dann nochmal einen Unterschied zwischen taktischen Klamotten und Unifarben. Ja, also einfaches Khaki, Oliv oder im Idealfall dann für solche Sachen schwarz oder grau. Ja. Oder ob man dann die Klamotten in irgendein Camouflage-Muster hat. Ja. Ich finde, das spielt auch nochmal eine Rolle irgendwie, wie sehr es dann taktisch wirkt. Oder ob... Ob es dann weniger taktisch wirkt, wenn man es dann irgendwie in Schwarz oder in Grau hat. Ne? So. Finde ich auf jeden Fall. Ohne die Patches wird es relativ normal aussehen. So. Was ich gesehen habe, was er da drin hatte, einiges macht Sinn, einiges macht keinen Sinn, meiner Ansicht nach. Okay. Egal. Ich möchte anfangen mit dem, was mir am meisten aufstößt: Pfefferspray. Es bringt mir nichts, ein Pfefferspray in irgendeiner Bauchtasche zu haben und dann komme ich in eine Notfallsituation. Dann muss ich aufmachen, man muss erstmal 3000 Sachen rausräumen, muss gucken und ach, hier ist es. Psst. Ne? Also, zack, offen, raus, pam. Guardian Angel 2. Pfeffer-K.O. Jet One. Ja, habe ich auch oft dabei. Ich habe es aber auch dann immer irgendwo echt in so einer Tasche, wo ich schnell drankomme. Ich habe zum Beispiel in einer Jacke habe ich hier auch nochmal so Reißverschlüsse. Da kann man das schön hier reintun. Ne? Und dann zack, dann hast du es direkt. Solche Sachen. Ne? Ja. Das ist übrigens auch an euch Frauen gerichtet. Ja, ihr müsst eure Selbstverteidigungssachen wie Pfefferspray oder weiß ich nicht was auf jeden Fall nicht alles mit allen anderen Kram einfach in eure Handtasche mit reinschmeißen, weil wenn ihr mal, Gott bewahre, ja, in solch eine Situation kommen solltet, wo ihr das braucht, dann müsst ihr da ratzfatz drankommen. Das ist eine Sache, kann eine Sache von Sekunden sein. Da könnt ihr nicht erst in euren Taschen rumwühlen und erstmal suchen oder auch die Männer, ja, in Rucksäcken rumsuchen oder sonst irgendwas. Da habt ihr einfach die Zeit nicht für, ja. Deswegen, sowas muss man wirklich immer direkt griffbereit dabei haben. Ne? Absolut. Bin ich voll bei dir, Marcel. Stopp. Ich glaube, das ist schon der Vierer. Ich habe. Warte. Es ist der Vierer. Ja. Kann ich hier ganz einfach in diese Brusttasche stopfen. Trägt nicht auf, kein Stück. Ja? Aber wenn ich will, habe ich das relativ schnell zugriffsbereit. Ich weiß, wo es ist. Ich habe instinktives Zielen. Es ist in Deutschland legal. Ich habe 2 Schuss. Ja, nur 2 Schuss. Es schießt aber 5 Meter gegen den Wind. Ich brauche mir also keine Sorgen machen. Und stopp, lieber Täter. Ah, der Wind kommt von da. Stell dich mal bitte dahin. So, jetzt können wir. Warte, ich suche eben raus. Das haben auch viele gar nicht auf dem Schirm. Ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wenn man sowas dabei hat, da muss man echt drauf achten, wie der Wind steht. Das ist genau wie geschlossene Räume. Ja, ich habe das schon erlebt, wenn so ein Ding in einem geschlossenen Raum gesprüht wurde. Ich stand 5 Meter von der Quelle, ja, wo der stand und gesprüht hat, stand ich weg und ich hatte trotzdem so gereizte Augen, Rachen und wie alle anderen in dem Raum auch, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen und das bleibt dann auch ein paar Stunden. Ne? Also da, es gibt so Kleinigkeiten, da muss man echt drauf achten. Psst, macht keinen Sinn, ist total Rotz. Ich habe mich mal irgendwann über Pfefferspray ausgekotzt. Ich werde das Video einfach in die Videobeschreibung packen. Ich habe mich wirklich, oder am Ende, genau, ich packe es am Ende hier in die Shortcut. Denn weil Pfefferspray ist eine Sache für sich und die muss komplett separat behandelt werden. Es gibt eine einzige Situation, wo Pfeffernebel wirklich Sinn macht. Könnt ihr euch nachher hier angucken. Okay, das zum einen. So. Es bringt mir also nichts, wenn es da irgendwo drin rum ist. So, jetzt brauche ich eine Taschenlampe. Ja. Soll ich euch verraten, wo das Sinn macht mit dem Nebel? Dann braucht ihr euch das Video nicht mehr angucken. Ich kann euch das in 5 Sekunden mit einem Satz sagen. Quasi mit 3 Worten. Tue ich aber nicht. Schaut das Video. Support, ja. Weiter geht's. Taschenlampe, ja. Wie lange hat es gedauert? 2 Sekunden? So, die ist immer an der gleichen Stelle.
Ich habe hier ein Multitool-Holster. Multitool trägt jeder irgendwie irgendwo mal. Das ist etwas, das ist gesellschaftlich anerkannt. Es ist nicht schlimm, wenn man es dabei hat. So, am Multitool-Holster habe ich jetzt hier also die Taschenlampe. Ich kann die reinklippen, kann sie anmachen, kann sie wieder rausklippen. Ja? Und ich kann sie auch relativ einfach wieder wegstecken. Zack, Thema durch. Ja? Ich brauche einen Stift. Kein Problem. Habe ich griffbereit. Ist das ein normaler Stift? Nein. Das ist so ein EDC-Gegenstand, habe ich zwar auch, so ein Tactical Pen und so, ja. Alles schon mal gesehen, wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mal in der Hand gehabt oder selber zu Hause rumfliegen, aber das ist ein EDC-Gegenstand, habe ich nie dabei. Nie. Fliegt bei mir irgendwo rum, in irgendeinem Körbchen oder in irgendeiner Kiste, keine Ahnung, weil ich brauche auch unterwegs keinen Stift, so. Keine Ahnung, ne? Heutzutage, ne, alles in Smartphone tippen. Alles, was man so aufschreiben kann, kann man ja auch ins Smartphone, in Notizen schreiben, wenn man sich irgendwas merken muss oder sonst irgendwas. Klar, wenn man jetzt jemanden eine Nachricht hinterlassen möchte auf ein Stück Papier, ist das gar nicht so verkehrt. Ja, stimmt schon, aber an sich jetzt so für den Alltag oder sonst irgendwas brauche ich einfach nicht. Das ist für mich echt so ein EDC-Gegenstand. Für mich persönlich einer der unnötigsten auf jeden Fall. Natürlich nicht, ist ein Tactical Pen. Das heißt, ich kann damit zur Not auch eine Glasscheibe einschlagen. Kannst du mit anderen EDC-Gegenständen aber auch, die man dann meistens so dabei hat. Dafür brauche ich dann nicht extra so einen Stift. So, ne? Weil so eine Autoscheibe, da kriegst du auch einen Stein kaputt oder sonst irgendwas. Dafür muss ich nicht extra so einen Stift damit rumschleppen. Wie gesagt, eine Stiftfunktion an sich brauche ich auch nicht. Also von daher. Aber schauen wir mal weiter. Oder mich verteidigen. Wo ist er? Hier links außen an der Arschtasche. Ja? Trainiert auf die kaputte Hand. Ja? Damit ich zur Not beides irgendwie habe. Ja? Ich muss. Also ich. Das ist sowieso an sich ein sehr, sehr schwieriges Thema, so mit Selbstverteidigung und den ganzen Kram. Ja? Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, ja, je nachdem, wer da vor dir steht, wie viele vor dir stehen, was die dabei haben, da kommst du mit so einem Tactical Pen oder auch mit so einem Pfefferspray mal überhaupt gar nicht weiter. Ja. Wenn du wirklich den Gedanken hast, dass du vielleicht in eine ernsthafte Konfliktsituation oder irgendeine beschissene Situation geraten könntest, wo es vielleicht echt um dein Leben geht, da habe ich ehrlicherweise dann schon andere Sachen dabei, ja, die auch abschreckender sind, wo man auch wirklich sich auch auf längere Zeit mit verteidigen kann, weil, wie er schon sagte, so ein Pfefferspray sprüht er zweimal mit, dann ist das Ding schon mal leer, dann war es das schon mal. Na, was machst du, wenn 6, 7 Leute vor dir stehen, dann erwischst du ein oder zwei von denen und was ist da mit den anderen 4, 5 Leuten? Ja, willst du die dann alle mit so einem kleinen Stift da irgendwie und die stehen dann irgendwie mit einem Messer vor dir oder was weiß ich, einer Schreckschusspistole oder, ne, ne, aber wie gesagt, ich spreche da aus meiner persönlichen Erfahrung und ja, also wenn da mal abends einer versucht, dir irgendwie ein Portemonnaie zu klauen oder ein, zwei Leute machen da ein bisschen Stunk oder sonst irgendwas, da kannst du sowas nehmen, ja, aber ich sag mal, in so ernsthaften Situationen ist das Spielzeug. Da beeindruckst du keinen mit. Gerade in der heutigen Welt und Gesellschaft, wo alle immer abgestumpfter werden, die Hemmschwelle immer mehr sinkt und so. Ne? Naja, aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Machen wir mal weiter. Mich so organisieren, dass ich in irgendeiner Art und Weise mich verteidigen kann, dass ich durch die Situation komme. Aber EDC hat nicht nur was mit ich verteidige mich zu tun. Oder mit, ich bin vorbereitet, always prepared, ja? Es gibt auch Lifestyle. Für manche Leute ist ein Messer Lifestyle. Und ja, Gott, es gibt sauschöne Messer. Es gibt teure Messer, es gibt billige Messer, es gibt Nutzmesser, es gibt so viele Messer, es gibt Multitools en masse auf dem Markt. Es ist natürlich ein Lifestyle. Ja? Und ich blende gerne hier auch irgendwo mal Bilder ein, ja, hier an der Stelle. Es geht nicht darum, eine schöne Sammlung zu haben. Es geht auch nicht darum,
eine EDC-Rotation zu haben und die ist farblich sortiert und. Doch. Es geht darum, ja, seine. Eine EDC-Rotation zu haben, die farblich sortiert ist. Ein EDC zu haben, was abgestimmt ist, durchläufig. Ein EDC zu haben, womit man angeben kann. Ein EDC zu haben und, ja, um ein EDC zu haben. Sachen effektiv nutzen zu können. Weil was bringt mir das geilste Taschenmesser der Welt, wenn ich nicht weiß, wo habe ich's? Ich muss es erst rauskramen. Es bringt mir nichts, wenn ich weiß, okay, ich habe einen Pfefferspray dabei, aber ich muss es erst suchen. Es bringt mir nichts, wenn ich weiß, ich brauche jetzt eine Taschenlampe. Und ja, es ist jetzt dunkel, ich brauche eine Taschenlampe und dann muss ich erstmal diese Tasche aufmachen und da drin rumwühlen, wo ist denn meine Taschenlampe? Aber es gibt ja auch die Pouches zum Beispiel, die haben ja diese Gummistripes drin. Ne? Wenn man da sein Messer, Taschenlampe, machen ja viele auch, ne, so alles drin hat, dann weiß man ja, wo es ist. Ja, da macht man das Ding auf, man sieht es ja auch sofort. Ne, okay, er geht jetzt wahrscheinlich von Rucksäcken aus und solche Sachen. Ne, aber meistens, also fast alle, die ich kenne, wenn die Kleinzeug dabei haben, dann sind das in so Pouches drin, wo man es auch direkt weiß, wo es ist, wo man auch direkt rankommt. Und so viel mehr Aufwand, zumindest bei so einem Pouch, ist es ja nicht. Ne? Du musst ja nur den Reißverschluss aufmachen, dann kannst du ja direkt reingreifen und dir das rausholen. Ne? Und wenn du jetzt mal nicht von einer Selbstverteidigungsgefahrensituation ausgehst, sondern, weiß ich nicht, du bist irgendwie unterwegs, brauchst aus irgendeinem Grund irgendwas mal, irgendwie einen Schraubenzieher oder sonst irgendwas, da brauchst du ja nicht so, ne, das muss jetzt voll schnell gehen, sondern ne, da kannst du, ja, wie hier zum Beispiel, in meiner Pouch weiß ich ganz genau, hier habe ich eine kleine Taschenlampe drin, ein Feuerzeug, mein Wick, ja. So. Da weiß ich ganz genau, hier ist ein Schraubendreher dran, den hole ich dann raus, benutze den, ja, und pack den dann auch wieder weg und fertig. Ne, klar, im Rucksack, wenn man da einfach alles reinschmeißt, ja, ist klar, da sucht man sich dann dumm und dämlich, ne. Aber auch diese Dinger kannst du ja einen Rucksack reintun und wenn du da alles drin sortiert hast und weißt, wo die Sachen sind. Und es ist jetzt nicht so eine Situation, wie ich gerade sagte, sondern eine ganz normale Situation, irgendeine Alltagssituation, wo du eins der Sachen brauchst, dann finde ich das überhaupt gar nicht tragisch irgendwie. Ja. Ganz im Gegenteil, du hast es ja alles sortiert. Ja, du weißt ja, wo es ist. So. Ja. Übrigens, mit einer Taschenlampe wird man da drin wahrscheinlich mehr finden. Ja. Es ist wirklich, darum geht es nicht. Darum geht es wirklich nicht. So. Also. Was sollte man am Mann haben? Pfefferspray. Guardian Angel 2, Schreckschusspistole, sucht euch aus, worauf ihr Bock habt. Ja? Ich habe dafür ein Inside Waistband Holster, ich habe dafür ein Knöchelholster. Ich kann es aber auch einfach hier so Frühling technisch einfach hier in die Jankentasche packen, es trägt nicht auf. Da ist ein Clip dran. Ja? Das heißt, ich kann theoretisch, kann ich mir das hier. Marcel, ein bisschen zu viel über das Ding. Für meinen Geschmack gerade. Du hast ja extra schon ein Video dazu gemacht. Man geht doch nicht jetzt wieder so sehr ins Detail irgendwie. Ne? Kannst die Leute auf das Video verweisen und dann ist gut. Weil ich persönlich finde das jetzt auch nicht so interessant. Ja, wie gesagt, Pfefferspray, das ist ja, okay, das ist jetzt so ein Pistölchen-Ding, sowas gibt es aber auch schon seit Jahrzehnten. Ist jetzt auch keine neue Erfindung in dem Sinne. Ich finde, würde mal lieber gerne hier sehen, was du jetzt da noch alles in den Rucksäcken drin hast und so. Das will ich jetzt mal sehen. Komm, hau rein. Einfach vorne vor den Wams, Appendix-Style dranklicken und gut ist. Easy. Kugelschreiber. Noch nie für eine Notfallsituation benutzt, aber wenn, weiß ich, wo er ist. Aber. Achso, erzählt jetzt alles nochmal im Schnelldurchlauf durch die Sachen. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Sorry, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe gedacht, er erzählt jetzt erstmal wieder die nächsten 5 Minuten über seine Pfefferpistole da. Alles gut. Ich kann ihn natürlich auch zum Schreiben benutzen. Steht doch außer Frage, oder? So. Uhr, Brille, Sachen, die sind wichtig. Bei mir zumindest. Ich trage gerne eine analoge Quarzuhr. Ja, trage ich einfach gerne, wechsle ich auch gerne. Ich habe immer die. Da bin ich auch komplett raus bei dem Thema. So,
Gehört zwar irgendwie zum EDC dazu, finde ich aber total uninteressant. Ich bin so kein Uhrenträger, bei mir gehen die Dinger immer kaputt, früher oder später. War schon immer so. Ich trage zwar manchmal hier, ich habe zwar eine, ne, so eine Casio, nichts Besonderes. Die trage ich aber echt nur ab und zu mal, ne, wenn man mal irgendwo hingeht oder sonst irgendwas so. Aber das ist auch so eine Sache, so finde ich jetzt nicht so interessant. Passende Uhrzeit, auch wenn es Ich hoffe, geht jetzt schnell mit der Uhr. Weitermachen, komm. Telefon, ja, ich filme da jetzt gerade mit, einfach mal leer ist. Ich habe also die Uhrzeit parat. So. Habe ich gerade schon gesagt, Multitool. Jetzt sag ich so, oh, hier, nein, Leatherman, nein. Ein scheiß Victorinox Hercules. Ja, das ist wirklich, das ist. Wie so ein Scheiß, Victorinox. Victorinox ist eine Scheiße. Nein, ich weiß, wie er das meint, ne? Weil viele jetzt bestimmt dann enttäuscht sind, kein Leatherman, sondern nur Victorinox. Ich bin da aber auch eher Team Victorinox, weil Victorinox ist auch nichts anderes als ein Multitool in meinen Augen. So, das ist halt, ne? Da sind halt mehrere Sachen drin: Messer, Schere, Säge. Das ist ja vom Prinzip her dasselbe wie ein Multitool. Nur ein Multitool hat dann meistens noch eine Zange dran. Habe ich sogar auch ein Victorinox hier, da habe ich auch eine Zange dran und so. Also, so Victorinox sind halt auch Multitools. Ne? So, die sind halt kompakter, schicker, preisgünstiger, je nachdem, was man sich da zulegt und so. So, ich habe zwar auch Multitools, ein, zwei Stück, aber ja, ist jetzt auch nicht so das Ding, wo ich mich irgendwie voll reinhängen würde, weiß ich nicht. Also. Ist auch eher so eine Sache, die ich links liegen lasse, mehr oder weniger. Ein Allrounder vorm Herrn. Das Ding kann so viel. Es kann Flaschen öffnen, es kann Sachen reparieren, es kann irgendwas aufheben, was ich nicht anfassen möchte, mittels dieser Zange. Es ist Ja. ein Multitool. Es ist auch. Was ich gerade sagte, ne? Victorinox haben gibt es Modelle, die haben auch Zangen, ne? Deswegen. In the Woods geeignet, ja, da ist eine Säge dran. Ich habe eine Säge. Ich habe hier die Fire End dran. Heißt, Zunder, kleiner Feuerstahl ist dabei, wäre kein Problem. Ja. Ich sage dieses Ja momentan ziemlich häufig, tut mir leid an der Stelle. So. So, ja, was hat man noch dabei? Eigentlich in der Regel hier Feuerzeug. Zippo. Zippo mit Gaseinsatz. Was? Brauche ich mir keine Sorgen machen. Was ist das eigentlich mittlerweile für eine Scheiße jetzt? Mal ganz ehrlich, das sehe ich in letzter Zeit häufiger. Immer mehr Leute benutzen ein Zippo mit diesen scheiß Gasdingern. Ey Leute, wenn ich ein Zippo benutze, ja, dann gefälligst auch mit Benzin. Und nicht mit diesem Gaskack. Keinstes Verständnis dafür, sorry, echt nicht. Machen. Ist es Benzin leer? Ist es Benzin nicht leer? Wird die Flamme heiß genug? Ich brauche mir keine Sorgen. Funktioniert. Ja, wenn Benzin leer ist, ist Benzin leer, aber wenn Gas leer ist, ist es auch Gas leer. Und der Vorteil ist, wenn du ein Benzindings drin hast, da kannst du auch anderes Zeug reinmachen, wie zum Beispiel ja, Ethanol oder so eine Scheiße. Das brennt dann auch. Was machst du, wenn das Gasding leer ist? Und kommst dann nicht an Gas? Willst du dann Gasflaschen, Ersatzflaschen mitschleppen? Ne? Nur mal so als Denkanstoß. Also, nee, klar, war gerade nur Spaß und so, ne? Aber auch ein wahrer Kern drin. Also ich finde wirklich, wenn man ein Zippo benutzt, dann sollte man das auch vernünftig benutzen, wie es sich gehört und mit Benzin und nicht mit diesen Gasdingern. Weiß ich nicht. Da kann ich auch ein ganz normales Gasfeuerzeug mitnehmen. Ne? So. Zack, hier in der fünften Jeanstasche. Immer das Gleiche. So, ihr seht, ich laufe rum wie ein ganz normaler Mensch. Ja, okay, jetzt ganz aktuell, natürlich auch links hinten in der Arschtasche, mangels Clip hier das Ankermesser von der Knife Lounge. Gerade frisch vom Frauchen gekriegt. Muchas gracias. An der Stelle, saugeiles Taschenmesser. Ja, Taschenmesser, Folder. 42A konform. Das ist genau das gleiche wie das Victorinox. 42A konform. Kann ich mittragen. Sieht man nicht. Es ist nicht da. Und wenn man hart auf hart kommt. Hier.
Eagle Claw, Firma Icorn. Ja, einfach hier vorne ein Gürtel, den Gürtel ein bisschen zur Seite mit der Schnalle, dann liegt das hier oben drüber. So, ich kann mich frei bewegen und hab's. Was meinst du damit, wenn es mal hart auf hart kommt? Sowas wie ich eben sagte, wenn dann so mehrere Leute vor dir stehen und dir an den Kragen wollen, da würde ich auf jeden Fall was Größeres dabei haben. So, nicht so was Kleines. Mindestens 10 cm Klinge und so. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, Selbstverteidigung und solche Sachen. Ich verstehe auch nicht so wirklich, warum er so sehr auf dieses Thema jetzt die ganze Zeit schon eingeht. So, bisher war es ja hauptsächlich, ging es ja um Selbstverteidigung. Was ist, wenn man in eine scheiß Situation gerät? Ne? Ja. Trotzdem super schnell Einsatz. Also, ich sag mal so, ich kann es natürlich nachvollziehen. Ja, wenn man mal so mitkriegt, was hier gerade in Deutschland so los ist. Mittlerweile täglich überall und. Ne, da bin ich auf jeden Fall voll bei ihm, weil ich bin da auch nicht anders. Ja. Ich gehe auch nicht ohne irgendwas auf die Straße, auch unter anderem wegen solchen möglichen Situationen. Ja. Aber dann hätte ich das vielleicht in einem separaten Video nochmal irgendwie gemacht. Ja. Nur so als Tipp vielleicht dann für Zukunft, dass man sowas dann irgendwie separat nochmal extra in ein Video reinmacht. Ne. Einsatzbereit. Ist übrigens ein Neckknife, Klingenlänge unter 12 cm, 42A konform. Ja, stört mich. So. Also ihr seht, das geht auch ohne. Aber es ist natürlich nicht alles, was ich dabei habe. Natürlich habe ich auch noch einen Schlüssel. Der hängt hier an so einem total stylischen Karabiner, der 1000 Sachen kann, habe ich noch nie gebraucht. Hier, Signalpfeife von Tops. Easy. Also ich habe genau zwei EDC-Gegenstände an meinem Schlüsselbund. Einmal eine kleine Olight und einmal so ein kleines Klappmesser von Walter. Ja, und halt Schlüssel. Das war's. Ja. USB-Stick am Schlüssel. Alle wichtigen Dokumente digital abgespeichert. Das habe ich letztens schon beim Tobi gesehen, der macht das auch. Das ist echt eine sehr, sehr gute Idee. Das werde ich auch demnächst mal machen. Das ist echt eine sehr, sehr gute Idee, sowas nochmal irgendwie in Digitalform per USB-Stick oder Karte, Speicherkarte oder wie auch immer, sowas nochmal separat dabei zu haben. Das ist gar nicht so verkehrt. Hast du schon mal eine Gedanken drum gemacht? Egal. Hier. I3E, Olight, klassische Schlüsselbundlampe. Ja, genau dieselbe habe ich auch dran. Die ist tutet, die macht schon ordentlich Licht für so ein kleines Ding, ist batteriebetrieben. Hast du auch bessere Chancen, mal irgendwie dann an so Batterien zu kommen, als irgendwie, wenn du einen Akku hast, das Akku aufzuladen, je nachdem, was gerade los ist, wie man unterwegs ist oder was auch immer, hast du dann vielleicht nicht die Möglichkeit, Akkus zu laden, aber hast dann die Möglichkeit, an Batterien zu kommen. Deswegen finde ich für solche Sachen batteriebetriebene Taschenlampen generell besser als akkubetriebene. Zumindest wenn du nicht vorhast, dann irgendwie noch einen extra Rucksack für Powerbanks oder so mitzuschleppen. Ne, ich meine, es gibt zwar auch diese Solarmodule mittlerweile, da könnte man sich auch einen Rucksack machen und sein Handy dann so laden oder vielleicht die Taschenlampe, aber ich weiß nicht, wie gut diese Dinger sind, ob sich das lohnt oder ob man dann echt den ganzen Tag irgendwie in der prallen Sonne stehen muss, damit man dann irgendwie in 5 Stunden 20% aufgeladen hat oder so. Kenne ich mich nicht so gut mit aus, ich weiß nicht, wie gut diese Dinger heutzutage sind, aber das wäre vielleicht dann sonst auch noch eine Möglichkeit. Ne? AAA-Batterien betrieben, kriege ich überall. Auch hier, ich bin nicht auf Strom angewiesen. Ich kann einfach eine verdammte Batterie da rein tun. Hier von Essie, ein kleiner Feuerstahl mit Magnesium. Der ist beim Isula Survival Kit mit dabei gewesen. Leute, der passt super an so einen Schlüsselbund. Wirklich ganz easy, ganz top. Ja, jetzt haben wir hier natürlich, oh, ich habe noch ein bisschen Paracord hier dran. Aufgeschissen mit dem Paracord hier, kann ich nichts reißen. Zur Not kann ich bestimmt irgendwas basteln, aber brauche ich nicht, in der Regel. Aber ich hab's. So, was noch? Hier,
Der Herr ist Asthmatiker. Also hat er ein Asthma-Spray dabei. Ist EDC. Ja. Und nichtsdestotrotz hier natürlich noch ein Autoschlüssel. Auch immer dabei. Hängt hier so rum. Flap, 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 flap. Interessiert kein Mensch. Haben 1000 Leute so rumhängen. Ja. Dann habe ich hier noch eine kleine Pouch drin. Auch vorne alles in der linken Tasche. Ihr seht, das trägt aber auch überhaupt nicht auf. Ja. Kleine Zipper-Pouch. Und da sind Sachen drin, die man vielleicht gebrauchen kann. Scout, Feuerstahl. Light my fire. Eine Zeckenzange. Ein Espresso-Löffel. Warum schleppt der Junge einen Espresso-Löffel mit sich rum? Hey, ich habe eine Familie. Wisst ihr, wie oft meine Tochter einfach mal den Eiskratzer da fallen lässt? Wenn du so ein Ding dabei hast, hast du mit sowas keine Probleme. Pommes-Piekser. Ja. Titan. Ja, habe ich auch das Ding. Aber habe ich noch nie gebraucht. Ich glaube einmal aus Spaß, Alter, habe ich es extra benutzt. Da habe ich mir irgendwie in der Frittenbude was geholt, einfach um es mal zu benutzen. Aber seitdem nie wieder gebraucht. EDC-Test online, geiler Shop, guck mal rein. Easy. Kann ich mich nur anschließen. EDC-Test online, geiler Shop, schaut mal rein. Hier. Sieht's nicht richtig? Eine Kurbel. Es ist ein Türöffner. Ja, damit geht man die Türfalle runter, zieht runter, zack, Tür offen. Was, wie? Damit macht man noch Autos. Hat man noch früher immer so rum, rum. Sofern sie nicht abgeschlossen ist. Wie oft habt ihr euch schon ausgesperrt? Kann jedem passieren. Auch mal vielleicht einem Kollegen, einem Freund, Familie. Mit solchen kleinen Teilen könnt ihr helfen. Das ist nichts anderes als gebogener Schweißdraht. So. Was haben wir noch? Hier, ein Tampon. Wurde ich letztens auf der Schulung, wo ich war, wieder belächelt. Also, ja, wer hat einen Tampon dabei? Ja, hier, ich. Hä, warum? Hä, Frau? Nee, aber in Verbindung mit so einem Labello ist das ein super geiler Zunder. Auch ohne Labello ist das ein super Zunder. Ich habe davon in meinen XL-Feuerstellen hier. Nochmal ein bisschen Schleichwerbung für Reini Rossmann an dieser Stelle, ne? Von Knives 4. Habe ich auch schon vorgestellt. Den großen Feuerstahl, der hat ja im Griff so ein Fach. Da habe ich auch OB drin. Ist auf jeden Fall ein super Zunder, ja. So. Und hier und da in so Pouches verteilt, habe ich auch immer noch ein, zwei Stück reingemacht und so, ja. Für die etwas spezielleren Sachen, einfach weil es keinen Platz wegnimmt, Lockpicking-Set. Kein Stress mit. Hier noch irgendwie so ein Tool. Hat eingepasst, habe ich noch nie benutzt. Könnte ich aussortieren wahrscheinlich. Ah, herrlich, ich habe es nämlich auch hier drin erwartet. Ist es noch hier drin? Ich habe es hier reingetan, ich weiß es. Da ist es. Das ist nämlich dasselbe Tool, was er hat. Nämlich das von EDC-Test Online Shop. Habe ich ein einziges Mal gebraucht. Hab damit mal, ich wollte mal hier den Flaschenöffner ausprobieren. Oh, ja, ging so semi-gut. Weiß ich nicht. Ich habe es auch einfach hier mit reingemacht, weil es keinen Platz wegnimmt. Und man es dabei hat. Da ist ja noch so ein kleiner Schraubendreher mit dran und so. Oh, ja, warum nicht? Das ist noch Teil vom Lockpicking-Set. So, dann habe ich hier so eine Kapsel drin. Was ist in der Kapsel drin? Ich habe eine Kapsel hier. Was ist in der Kapsel drin? Entweder Tabletten oder Geld, wie die meisten das haben. Nähzeug und Zunder. Brauche ich das alles jeden Tag? Nein. Aber ich schlepp's mit. Warum? Weil ich gerne... Weil es könnte ja passieren, dass man irgendwas von den Sachen mal braucht und dann ist man froh, dass man sie hat. Ha. Im Falle des Brauchens nicht darauf angewiesen sein muss, ich muss zu meinem Rucksack. Sondern ich kann jetzt sofort vor Ort agieren.
Das ist persönlich, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, finde ich. So. Okay. Jetzt können wir denken, er ist fertig. Nein, er ist nicht fertig. Ja. Ich habe natürlich auf der anderen Seite, wie jeder normale Mensch, habe ich auch Portemonnaie dabei. Ja. Nur mein Portemonnaie ist ein bisschen anders. Mein Portemonnaie ist in so einer EDC Organizer Pouch. So, was habe ich hier drin? Bits und eine Verlängerung. Ich habe schon mal zwei, drei Videos gezeigt. Ich habe aber auch gerade wirklich gedacht, dass er jetzt mit den Sachen fertig ist und jetzt zu den anderen Sachen kommt, weil ich habe mir nämlich gerade noch gedacht, das ist jetzt super passend, dann können wir nämlich den ersten Teil von dieser Reaction hier an dieser Stelle beenden. Aber ich lasse noch sein Portemonnaie laufen und danach machen wir mal Feierabend. Ne? Dazu, das funktioniert mit dem Victorinox Hercules wunderbar. Allerdings kann ich auch hier mit dem Classic SD einfach hier schon sehr, sehr viel reißen. Das funktioniert. Ja? Classic SD, kleine Klinge, kleiner Schraubenzieher, kleine Schere, Pinzette auch, wenn man sich mal einen Nagel, irgendeinen Splitter reingezogen hat oder so. Alles easy, pretty easy. So, was ist hier noch drin? Geld. Ein 50er. Warum ist hier ein 50er drin? Ich hätte jetzt schon fast drauf gewettet, dass er da alles mögliche an EDC-Kram drin hat, aber kein Geld im Portemonnaie. Hier noch ein Messer, hier noch eine Taschenlampe und ach ja, hier habe ich auch noch eine Swisscard mit drin. Ganz einfach, komme ich aber nachher zu. So, dann machst du das Ding auf, dann ist hier zum einen erstmal das Portemonnaie. Das Portemonnaie ist ultra slim, ja, hier ist das Wichtigste drin. Das ist so eine, so eine Slim Wallet habe ich auch. Ja, cool. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Nichts Besonderes. Es ist nur Kartenscheiß. Das, was jeder Mensch mit hat. Personalausweis, Dienstausweis und. So. Jetzt ist hier aber noch Platz. Was haben wir also hier noch? Hier so ein Putztuch und Erste-Hilfe-Zeug. Pflaster, Desinfektionstücher, hier auch einfach mal ein bisschen Panzertape, um mal schnell was zu reparieren. Diese Geschichten sind hier drin. So. Vom Prinzip her war es das. Mehr ist es nicht. Und mehr brauche ich auch nicht. So, Alaska. Da würde ich sagen, das ist jetzt das perfekte Timing, dieses Video an dieser Stelle mal zu beenden. Ne? Weil ich ja am Anfang schon sagte, ich mache da lieber zwei Teile draus, die etwas kürzer sind, weil wir sind ja jetzt schon wieder auch hier bei einer Dreiviertelstunde. Ne? Deswegen. So, ich mache natürlich direkt weiter dann mit dem zweiten Teil. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, ihr den dann zu sehen bekommt. Ne? Wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.